Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, ja, ich habe mich jetzt soweit schon mal ein bisschen orientiert. Ich habe jetzt auch schon Zeug soweit markiert und auch alles soweit kaputt geschreddert. Wir haben eigentlich den Begleiter Cotsworth jetzt bei. Ich habe Dance nach Hause geschickt und danach hat er mich ja gleich angequatscht und meinte ja hier, ja, er müsse uns den nächsten Auftrag geben. Wir sollten ja noch einmal mit Dance reden für... Oh ja, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Wo war das? Auf jeden Fall sollten wir denn halt jemand anders, genau, bei Captain Kells. Da sollen wir uns noch mal melden. Verschollene Patrouille. Ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen, schade. Er hat jetzt nur gesagt, dass er jetzt nicht mehr dafür zuständig ist. Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Ja, dann arbeite. So, ich hoffe, dass Cotsworth uns jetzt wieder folgen wird. Ich entscheide mich jetzt auch bewusst dafür, keine Powerrüstung mitzunehmen. Weil ich mir ja hinten noch eine Powerrüstung holen will. Achso, was ich noch gemacht habe. Ach, stimmt. Ich habe das alte Sniper ausgewechselt gegen ein neues, also ich habe einfach nur die Mods getauscht. Also sprich, wir hatten ja vor mit verbesserter Sicht das drinne. Also sprich, wenn wir im Anvisierungsmodus, kostet uns das weniger. Das hier soll jetzt explosiv sein. Ja, zur Not wechseln wir das einfach wieder. Und ich frage mich, warum uns Cotsworth nicht begleitet so richtig. Ja, aber erstes Ziel auf jeden Fall erstmal Covenant. Das steht auf der ersten Tagesordnung. Und wie gesagt, bewusst ohne Powerrüstung unterwegs. Das heißt, jede Granate kann uns jetzt töten. Definitiv. Und habe ich sonst noch... Achso, Paladin Dance habe ich noch den Helm von unserer alten geschenkten Rüstung aufgesetzt. Warum zappelt die Wand da hinten so komisch? Das sieht merkwürdig aus. Aber gut, soll uns jetzt gerade nicht stören. Ah, nochmal gucken. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwo in den dicksten Hinterhalt laufe, weil irgendwie sind wir hier gerade ganz alleine. Ha. So, jetzt muss ich erstmal selber gucken, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie falsch abbieg. Ja doch, geradezu. Und hier sollten wir schon reingehen. Und dann hier einfach ein Stückchen weiterlaufen. Warum Cotsworth uns jetzt schon wieder nicht folgt? Was zum? Jemand da? Nein, 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 nein. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich will mit euch jetzt gerade nichts zu tun haben. Deswegen laufen wir einfach hier mal ein Stück beiseite. Kann uns auch nicht viel passieren. Wir laufen einfach in die nächsten Schwarmbots rein. Hey. Kampfhandy? Okay. Wir folgen dir einfach mal, Kampfhandy, ja? Alles gut? Oh, Alter, erschreck mich mal. Meine Güte, nee, ey. Okay, wir sind jetzt wieder vereint, aber trotzdem. Ah. Dass die dann immer weiß ich nicht, so auftauchen und da denkt man sich so, naja, der nächste Roboter, gehst mal lieber langsam weg. Ja, Pusterkuchen. Spawnen sie direkt vor dir. Dachte schon, ich habe keinen mitgekriegt oder so. Eieiei. Okay. Warum kann ich sie nicht entschärfen? Ich habe keine Ahnung.
gehen wir einfach ganz schnell hier durch. Und, wie zum Teufel konnte mich jetzt das Kampfhandy diese Einheit ist bereit für den Dienst. Abhängen? Ich habe keinen Plan. Egal, auf nach Covenant. Ich will sehen, wie die in die Luft fliegen. So, ich höre schon. Da geht's schon los. Alter. Hilf bei der... Ich bin gerade erst angekommen. Jo, da hinten ist auch irgendwo was in die Luft geflogen. Jo. Also die Verteidigung hält definitiv. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner waren, was die Gegner waren. Sie sind einfach weg. So muss das. Zumal, die sind ja sowieso lebensmüde gewesen. Da haben wir den nächsten von uns. Hier ist... Ah, hier. Das waren Müllbots. Das waren Müllbots. Ihr hattet ja richtig viel Spaß, ne? Den habt ihr ein bisschen angedamaged. Dora? Ach, das ist die Katze, Dora. Ich hab mich gerade gewundert. Sitzt da oben drauf jemand? Aber das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Wieso sitzt sie da oben drauf? Naja, wenn es ihr Spaß macht, warum denn nicht? So, wir schnappen uns jetzt aber irgendeine Powerrüstung. Trinken mal einen gegen den Durst. Okay. Hier sieht soweit alles frisch aus. So, welche nehmen wir uns denn mal mit? Ich denke mal, ich nehme mal jetzt eine volle mit, wa? Das war die MK2. Ne, 3. Eine MK3-Rüstung. Die schnappen wir uns jetzt einfach mal. Die hat zwar auch nicht viel Extras, aber was nicht ist, kann ja aus der noch werden, ne? Gut. Dann wollte ich jetzt nochmal einmal Richtung Dive. Weil im Dive müssen wir nochmal Betten platzieren. Da sind mittlerweile ein paar zu wenig Betten. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Siedler da einziehen lassen. Und von hier aus geht es halt am schnellsten da runter. Und ich hätte schon gern jetzt noch so einen kleinen Gegner, den ich einfach mal um die Ecke bringen kann. So ein bisschen mal Sniper ausprobieren. Ob das jetzt ein bisschen besser ist oder nicht. Weil Explosionen sind ja eigentlich immer was Schönes. Wir können unseren Begleiter nicht beschädigen. Unser Begleiter beschädigt uns nicht. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ja. Was will man mehr? Also. Gut. Na, hier müssen wir jetzt nur noch Straße folgen. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas rumrennt. Ansonsten bauen wir genauso wie bei Covenant die Verteidigung auf und dann passt das auch. Dann geht man nur noch einmal hin und dann ist sowieso Ende. Aber es kostet halt auch extrem Ressourcen. Weil ich glaube, der große Stromgenerator war, glaube ich, das teuerste. Aber mal gucken. Wir müssen ja auf jeden Fall noch ein paar mehr Siedlungen konvertieren. Damit sie dazugehören. Und da haben wir schon einen normalen Plünderer. Schade. Hab gedacht, jetzt geht's los. Aber nö. Wir haben vielleicht nochmal Glück, unter der Brücke waren öfters mal gerne welche. Hier so. Aber auch hier tote Hose. Sehr, sehr tote Hose.
Schade. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht noch ein paar... einen Schirm besorgen. Du willst dich doch nicht erkälten, oder? Nein, Curry, möchte ich nicht. Kann ich was für dich tun? Nein, Piper, kannst du nicht. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ich merke, wie du mich ansiehst. Ich wollte damit nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, sondern wollte es nur erwähnt haben. Okay. So, jetzt muss ich aber erstmal selber gucken hier, wo wir noch die ein, zwei Betten hinstellen können. Dance müsste ja auch irgendwann hier eintrudeln. Da gehen wir am besten mal rein. Kriegen wir hier noch ein paar Betten drunter? Ja, klar. Sieht gut aus. Dürfte passen. Also Möbel, Betten. Machen wir hier wieder die Doppelbetten. Die hatten wir hier sogar ein schönes Grün eingetaucht. So. Machen wir ein bisschen Platz, damit man auch durchlaufen kann. So, haben wir hier nochmal zwei hin. Und hier machen wir dasselbe auch nochmal. Na, so und so. Jetzt dürfte das definitiv erstmal reichen mit dem Schlafplatz. 26 Betten. Das dürfte reichen. So, was wollte ich noch? Stimmt, ich wollte Ada abholen. War Ada nicht hier? Also wir hatten ja sonst eigentlich immer alle Begleiter in den Dive geschickt. Ich frage den mich, ob die Datteln, Bunker die ich sammle, irgendwann einem Zweck dienen werden. Der Regen macht mir meine Aufzeichnungen kaputt. Was? Okay. Ich habe noch nie jemanden verloren. Ich habe sie gerade gehört, aber ich weiß noch nicht, wo sie ist. Ada? Ja, aber dafür gibt's ja auch einen Trick, ne? Oh, dafür müssen wir aus der Power-Rüstung raus. Und zwar machen wir einmal Herstellung. Ada. Boah, was die hier jetzt alle am Quatschen sind auf einmal. So, Ada, du brauchst nämlich auch mal eine Aufwertung. Das heißt, nicht nur du darfst, wie Cotsworth ein bisschen besser rumrennen. Direkt in einen Hinterhalt laufen, ohne es zu bemerken. Ja. Wäre schon ein bisschen blöd. So, du hattest einen Streulaser. Und Cotsworth hatte eine Nadelpistole. Normaler Laser. Flammenwerfer wäre jetzt, denke ich mal, auch nicht so toll. Oder? Da geht der Schaden ordentlich runter. Was könnten wir dir da Schönes draufsetzen? Moment mal, habe ich ja sogar schon mal getan. Ach komm, wir geben ihr jetzt mal die Explosiv-Minigun. Dann hat sie einmal einen Gatling-Laser und eine explosive Minigun. Also wenn das nicht schief läuft, dann weiß ich auch nicht. Kopflaser lassen wir ihr natürlich auch noch. So, hier hat sie alles drauf. Ich kann echt eine Zigarette vertragen. Ja, die könnte ich auch öfters mal vertragen, aber das bringt halt immer nichts, ne? So, hier haben wir alles. Heckrüstung, Frontrüstung, ja, ist eigentlich alles da. Ihre Tragkapazität ist aber halt nur bei 225. Sie wissen wirklich, was man alles mit einer Werkbank anstellen kann. Es scheint alles nach Plan zu verlaufen, Sir. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Ja. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. Okay, jetzt müsste... Genau. So, dich schicke ich jetzt aber. Gewollt... Wo ist dann Grey Garden? Sehe ich jetzt gerade nicht. Warum sehe ich hier keinen Grey Garden? Ach, ja, ganz oben. So, dich schicken wir nach Grey Garden. Eine Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht nicht. Nimm uns die Power-Rüstung wieder an. Mit ihm zu reisen ist ausgesprochen erhebend. Genau.
So, warum ich Ada jetzt mitnehme, ist ja? aus folgenden... Wenn du arbeitest, kannst du essen. Ja, jetzt hört mich mal auf, hier voll zu sappeln, Mensch. Also, bist du bereit? Nein, ich bin nicht bereit, loszuziehen. So, warum ich jetzt Ada mitnehme, hat den guten Grund, dass wir jetzt demnächst wirklich jetzt auch mal General Atomics Fabrik wieder besuchen gehen. Und dafür brauchen wir halt Ada, damit wir auch ein bisschen mehr an Ada und Cotsworth rumschrauben können. Warum ich jetzt Cotsworth nicht nach Hanksman Alley geschickt habe, weil da momentan viel zu viele Leute sind und der sich sonst wo aufgehalten hat. Also irgendwo außerhalb in Kämpfe verwickelt war und ich das sonst auch nicht gemerkt hätte. Er hat irgendwelche Red-Kakerlaken besiegt. Stolz natürlich. Und es war nicht so schön, fand ich. Also sie sollen ja schon ihre Ruhe haben können. Deswegen schicke ich ihn jetzt nach Grey Garden. Grey Garden ist nicht zu weit weg. Und naja, bei den ganzen anderen Automatrons wird er sich sicher sehr wohlfühlen. Und von daher passt das auch. So, jetzt laufen wir jetzt nur noch einmal kurz komplett zurück nach Hanksman Alley. Und werden uns dann der Roboterfabrik so langsam widmen. Was ich aber wohl wahrscheinlich nochmal austauschen werde, ist, ich werde das Sturmgewehr, also... Ja, ja, jetzt. Das Sturmgewehr werde ich austauschen durch einen Gatling-Laser. Weil dort halt viele böse Robis sind. Und auch das Sniper werde ich auswechseln durch ein großes Schwert. Ja, normalerweise Schwert blöd, aber wir haben halt die Fähigkeit Hacken. Das heißt, wir können uns den Automatrons nähern und sie einfach abschalten. Und dann ist es arge Munitionsverschwendung, wenn wir dann loslegen und sie abknallen. Also für Wachbots oder so ist es dann halt sehr wichtig, einfach mal kurz rangehen, abschalten und wenn dann halt alle Gefahr weg ist, sie einfach mit dem Schwert zu malträtieren. Deswegen wollte ich auch unbedingt damals das Schwert bei Trudy. Oh, das ist ja auch schon gut ein paar hundert Folgen her bald. Das General Chaos Schwert. Und, ah ja, stimmt, genau, deswegen wollte ich ja auch noch her hier. Jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen und wir dran vorbeigelaufen. Wir haben ja den Kleber besorgt. Wir können ja jetzt irgendwo anders hinschicken. Und zwar nach Komponenten scannen. Und zwar möchte ich bitte Glasfaseroptik. Warte darauf, dass Augenbad Optik ausführt. Okay, viel Spaß. Und wenn er es dann gefunden hat, dann können wir uns das einfach krallen. Das haben wir ja auch schon Ewigkeiten vorgehabt, aber nie wirklich gemacht. Und heute war dann endlich mal der Tag, wo wir das auch machen konnten. So. Oh, da ist der nächste von unseren Händlern. Na, ich sollte die wirklich alle rot färben, weil dann weiß man unbedingt, dass es unsere sind. Jetzt sind zwar schon ein paar blaue, aber naja. So, jetzt laufe ich hier fast verkehrt. Wir müssen ja hier gerade runter. Und wie gesagt, mit den Vertibirds haben wir jetzt halt auch eine enorme Bewegungsgeschwindigkeit dann wieder dazu gekriegt. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir die letzte Granate immer zur Bruderschaft zurücknutzen. Und dann bei der Bruderschaft neue Granaten kaufen können. Ich hoffe, dass es wird auch so einfach gehen, wie ich mir das vorstelle. Weil wir haben ja eigentlich kein Schnellreisen. Wir müssen ja hier halt jeden Weg latschen. Und ab und zu ist es wirklich ein bisschen ermüdend. Ab und zu ist es mal cool, wenn dann halt hier wieder so eine Supermutantengruppe kommt mit Raketenwerfern und man sich dann einen Schiss in die Hose holt. Aber, naja, man hat's ja nicht immer. Ansonsten ist es so wie jetzt gerade, ja, man läuft und läuft und läuft und man sieht die ganze Zeit keinen einzigen Gegner. Und es ist halt ein bisschen langweilig. Und so kann man dann halt wenigstens
ne? Schnellreisen. Nächster Vorteil von dem Vertibird, man kann sich richtig schön fett überladen und man ist relativ schnell wieder irgendwo, wo man es auch abladen kann. Und das ist eigentlich auch eigentlich eine sehr wichtige Sache, die uns jetzt sehr voranbringt. Hat zwar gut ein paar Folgen gedauert, bis wir das jetzt alles hatten, aber wir nähern uns jetzt langsam wirklich einer Ruckelpartie. Nee, wir nähern uns jetzt langsam wirklich den Komfort, den wir uns erarbeitet haben. Also wir brauchen jetzt nicht immer wirklich Angst haben, oh ja, wir fliegen hier beim erstbesten Schuss auseinander. Wir haben eigentlich super Begleiter. Oh, jetzt wäre ich hier beinahe dran vorbeigelatscht. Und ich fühle mich schon wieder ausgetrocknet. Mann. So, aber jetzt stellen wir erstmal die neu erwirtschaftete Power-Rüstung weg. So, die stellen wir jetzt mal hier so ran. Entfernen dann auch da den Fusionskern. Dass uns da jetzt keiner irgendwie auf dumme Ideen kommt. Dann machen wir heute aber leider eine kürzere Folge. Tut mir ja auch leid, aber ich werde jetzt halt mit euch nochmal kurz hier alles ein bisschen durchgehen. Habe ich soweit alles? Ja, Reparatursätze haben wir 2 zu viel. Essen haben wir eigentlich auch noch. Trinken können wir auch gleich noch. Genau, ich habe noch die Halogenkanister dabei. Ah, stimmt. Weil sie mich in der Werkbank genervt haben. So, dann werden wir jetzt hier die Munition noch einmal los, die wir nicht brauchen. So und so, wir brauchen ja wirklich nur Fusionskerne, nichts anderes. So, dann holen wir uns jetzt die Waffen raus. Wo haben wir's? General Chaos Rache. Und dazu... Na, wo haben wir dich denn? Ah, hier, Nachtaktiv. So, dann stellen wir uns natürlich die Waffen noch ein. Du kommst auf die 2 und du auf die 1. Immerhin etwas. So, und jetzt laufen wir halt auch mal wirklich mit einem Schwert durch die Gegend. Können wir halt auch mal jemanden verprügeln, wenn es notwendig ist. So, gucken wir nochmal nach, ob wir irgendwas modifizieren können. Eigentlich nicht, ne? Ja, okay, schade. Du warst ja sowieso fertig. Das dürfte interessant werden, was sie wohl als nächstes bauen. Das weiß ich noch nicht. So, das hatte ich. Denn noch das Level Up mal ganz gau. Wo haben wir ihn denn? Da ist er. Jetzt fehlt nur noch ein Level. Dann haben wir auch den mysteriösen Fremden fertig. Und ja, mit dem Schwert werden wir dann demnächst jetzt ein bisschen Spaß haben. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal schon fertig trinken... Na komm, jawohl. Und natürlich auch noch eine Kleinigkeit essen. Ah, was haben wir denn da Schönes? Oh, wir könnten eine Köterkeule, Eieramulett, Omelette, Eieramulett. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja, ihr seid alle im Weg. Ihr seid alle im Weg. Ja. So, ja, hier ist die alte Powerrüstung von den Rittern. Die ist jetzt natürlich nicht mehr ganz komplett. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein schönes Päuschen. Sorry für die kurze Folge heute, aber dafür gibt es demnächst halt mal vielleicht wieder eine längere. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, also schaltet wieder ein und bis dann.